Beeindruckend. Aber durchaus zu erwarten von den Trägern der kristallenen Kräfte. Ihr habt also die Siegel zerstört. Gut. Ich sollte euch wohl dafür danken. Ihr macht es mir damit umso vieles leichter. Muahahaha. Oh nein. Exodus. Nisuru nie. Die Siegel, zerschlagen von den Kriegern, vier Kriegern, die auserwählt waren, sie zu beschützen. Was? Das waren Kristalle? Die Kristalle, die meine Freiheit so lange beschnitten haben. Jetzt gehören ihre Kräfte mir. Verneigt euch! Vor meinen Kristallen und meiner Macht! Mein Herz rast wie verrückt. Opa muss irgendwas zugestoßen sein. Kuckuck! Was? Die sind im Wald von Moor? Komm, lass uns gehen. Los jetzt, stirb deinen schmerzhaften, qualvollen Tod! Opa! Ah, Sveta, Lena, Faris! Krele, was ist mit Exter? Keine Sorge, für eine Weile sollte er ruhig gestellt sein. Die hat einfach so mit dem Finger geschnippt und zack ist der erstmal ein bisschen ausgenockt, ne? Ah! Unverschämtes kleines Ding! Hey, was bist du? Stirb! Opa! Krele! Du wirst immer noch nicht aufgeben, Gallo. Wenn du gegen dieses Kraftfeld angehst, werden eure wertvollen Kristalle zerspringen. Krele! Ich glaube, wir verlieren einen Krieger, wenn das so weitergeht. Ängste! Oder wir nehmen es mit Exzess auf.
Oder er tötet uns instant. Hey, wir haben 0 HP! Nimm das! Wir haben eine Macht! Ich schicke dich direkt in den Tod! Alter! Warum stirbst du nicht? Da braucht er schon mit? Schon ein bisschen mehr, damit ich ins Glas beiße. Ich bereite dir ein Ende, Ex-Des. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Kriege weder Hass noch Zorn, es ist. Was? Was dann? Ja, oder ab! So, die Krieger des Lichts sind tot. Na gut, sie stehen noch. Opa! Galuf! Opa! Galuf! Galuf! Halten Sie durch, wir! Es hat keinen Zweck. Es ist zu spät für mich. Galuf, jetzt sagen Sie sowas nicht. Galuf, stehen Sie schon auf, alter Mann. Das ist wirklich nicht lustig. Wach auf, bitte, wach auf. Zweneta, Lena, Faris, meine liebe Krile. Ex-Des. Exes, macht ihm den Chaos! Opa, nein, du darfst nicht sterben, ich will das nicht! Galuf, halt durch! Vigra! Bitte, Engel! Mach die Augen auf, Phönixfeder, Elixier, nichts hilft!
Gallups Lebensflamme ist erloschen. Opa! Nein, nein, du darfst mich nicht verlassen, du darfst nicht tot sein. Habe ich mir aber irgendwie schon gedacht, weil unser Team besteht immer nur aus 4 Mitgliedern und Krile ist auch, die ist ja, die kann man ja, die wird man ja spielen können, das sieht man ja schon am Titelbildschirm. Wir müssen sein Werk fortführen. Ich denke, Makrele wird einfach Gallups Status übernehmen. Opa ruft mich. Okay. Krele. Opa? Der Wächterbaum, der die Kristalle seit 1000 Jahren beschützt hat, leiht mir seine Kräfte, um durch ihn zu euch zu sprechen. Ich habe jedoch kaum Zeit. Ich möchte euch meine Stärke vermachen. Bitte, Krele, weine nicht. Bleibe bei Zvenita und den anderen. Sei stark und kämpfe. Nein, du musst das tun. Komm zurück, lass mich nicht allein. Du weißt, dass das nicht geht. Aber du bist nicht allein, Krele. Dessen musst du dir bewusst sein. Krele hat Gallus Fähigkeiten erhalten. Opa, diese Wärme, die mich durchströmt, ich fühle, dass du bei mir bist. Ich bin immer bei dir, in deinem Herzen. Opa, ich verstehe. Exdeath ist... Krele? Zendeta, Lena, Faris, ich werde mit euch kämpfen. Krele? Opa hat mir gesagt, dass Exdeath gerade dabei ist, die Kristalle zu zerstören. Wir müssen sofort zu seinem Schloss. Der Winddrache. Also in Final Fantasy sterben aber ziemlich viele immer. Also selbst Protagonisten. Alter, der wieder bald einfach immer abgefackelt ist, ne? Ah, wir haben 12 von 12 Schatztruhen. Alle Gegner im Wald. Erstmal aus.
Aber passt überhaupt der Samurai-Job für so? Sie ist ein sehr niedlicher Dragoon. Noch niedlichere Weißmagierin. Das ist einfach mal so... Ah, Katze. Na, ich denke mal, wir bleiben einfach Samurai. Obwohl, wir können natürlich wechseln und Paris übernimmt mal den Samurai. Dragoon ausprobieren.
glaube, den schaffe ich noch nicht. Das bringt voll nichts mehr. Nee, das schaffe ich nicht mit dem Level. Alles klar, Biene, dann wünsche ich dir eine gute Nacht und danke, dass du da warst. Diese Schildkröte ist auf Level 57, 132.000 HP. Den schaffen wir also nur, wenn wir auch so ein Level haben. Merken wir uns. Das Ding ist viel zu stark. Ich speichere nochmal Spezial. Auf jeden Fall, dass wir nie wieder hier zurückkommen.
Ich muss ja nur die Gilkröte besiegen. Falls wir die Gilkröte nie wieder, falls wir da nie wieder hinkommen oder so, dann muss ich leveln. Mein Team. Dann booste ich es bis zum Maximal. Könnte ewig dauern. Deswegen hoffe ich, dass diese Höhle noch zugänglich ist, wenn wir... wenn wir uns dem Ende des Spiels nähern.